Eigentlich wollten wir im hellen drehen, noch mit diesem schönen Oktober-Sonnenschein und der Wärme. Aber jetzt ist es halt so früh dunkel schon während der Winterzeit. Grüße Sie und grüße euch. Mal ganz unkonventionell, lasst uns mal kurz über den November sprechen. Der November ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite unwichtig. Und ich versuche jetzt mal ganz kurz herauszuarbeiten, welche Strukturen wir brauchen, damit der Winter wie wird. Als erstes mal müssen wir prüfen, in welcher Epoche befinden wir uns. Sind wir in einer sehr warmen Phase, sind wir in einer sehr kalten Phase oder sind wir in einem Übergang? Eine sehr warme Phase hatten wir beispielsweise in den vergangenen Jahren. Eine kalte Phase, können sich die meisten noch daran erinnern, hatten wir so von Ende 2008 bis Mitte 2013. Und jetzt befinden wir uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in einem Übergang von einer wärmeren Phase, die wir hatten, einer sehr warmen Phase, hin zu einer kälteren Phase. Wie schon in anderen Videos erwähnt, seit Mitte März haben wir auch Wetterlagen, die mal so richtig kalte Witterungsepisoden bringen und auch mal durchschnittliche Monate. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der November erstens deshalb eher durchschnittlich bis maximal leicht überdurchschnittlich verlaufen wird. Und zweitens hatten wir Ende August einen Frühherbsteinbruch mit deutlich kälteren Temperaturen, als es in der ersten Augusthälfte der Fall war. Auch das ist oftmals, da sprechen auch viele Bauernregeln davon, ein Indiz für einen eher kälteren November bzw. einen durchschnittlichen November. Aber was bedeutet der November denn für den Winter? Es gibt so viele Bauernregeln für den November. Zum Beispiel friert im November zeitig das Wasser, wird es im Januar umso nasser. Auch wichtig oder interessant, Schnee am Allerheiligentag gar nicht lange liegen mag und schneit es nicht bis Allerheiligen, dann schneit es nicht bis Martini. Bedeutet, eine Wetterlage, die sich um Anfang November herum eingependelt hat, hat noch eine längere Zeit Bestand bis ungefähr Monatsmitte rund um den 11. Und dann kippt das. So sieht es ja auch in diesem Jahr aus. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wie friert im November zeitig das Wasser, wird es im Januar umso nasser. Der November darf keinesfalls, das ist ein absolutes No-Go, in der ersten Hälfte richtig sattes Winterwetter bringen. Völlig wurscht, welche Klimaepoche wir da haben. Auch kleine Eiszeit, ist der November am Anfang saukalt mit Schnee und Dauerfrost, dann wird der Hochwinter nichts. Besser ist es, wenn wir Anfang November noch so eine Lage haben wie derzeit, wo es recht mild ist und man das Gefühl hat, hey, wird das überhaupt noch mal was? Außerdem ist der November kein Wintermonat. Das ist schon mal ein gutes Omen für den Winter. Die zweite Hälfte, so um die Monatsmitte herum und danach, darf auch nicht zu kalt ausfallen. Zum Beispiel, wie heißt diese Bauernregel? Sperrt der Winter zu früh das Haus, hält es nicht lang aus. Das gilt für den November und den Dezember. Also schön smooth. Idealfall wäre November, warmer, milder Beginn. In der Mitte langsam kälter werden, hinten raus gern Wintereinbrüche, nicht zu brachial. Und sämtliche Großwinter beispielsweise, die es früher gegeben hat, auch der Winter 62, 63, 1708, 1709, hatten niemals im November und in der ersten Dezemberhälfte den ganz knallharten Winter. Die richtigen Wintereinbrüche kamen erst so in der zweiten Hälfte, gerne rund um Weihnachten oder danach. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, kommen wir zurück zum November. Also, das Novemberwetter, das uns jetzt erwartet, mit dem sehr milden Beginn, ist kein Omen für einen milden Winter, sondern eher was Gutes für einen durchschnittlichen bis kalten Winter. Und um die Monatsmitte herum, das haben wir uns in den Ensembles angeschaut, geht es ja eh abwärts mit den Temperaturen. Nicht zu brachial runter, aber allmählich runter. Und deshalb möchte ich den November jetzt mal so einschätzen, dass er für den Winter eher gut ist, so wie es sich momentan entwickelt. Das wird kein super milder Monat werden, wahrscheinlich auch kein kalter Monat. Und noch etwas zum Winter, wenn wir uns in einem in einer Übergangszeit befinden, wie es in diesem Jahr der Fall ist, dann kommt da kein deutlich zu kalter Winter. Das ist nicht so häufig der Fall. Aber es kommt auch kein milder Winter mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Winter wird, der im Mittel irgendwo um 0 bis plus 1 Grad herum liegt. Und was da drin dann für Strukturen stattfinden, das schauen wir uns sowieso in vielen anderen Videos an. Als Fazit zusammengefasst, der November und auch die Novemberwärme, die jetzt zum Novemberstart uns bevorsteht, ist überhaupt kein schlechtes Omen für den Winter. Ganz im Gegenteil. Also wir bleiben entspannt.